Und willkommen zurück. Ja, genau. Willkommen zurück zu Hachi. Zu Let's Play. Oh. The Legend of Zelda. Skyward Sword. In meiner Allergiezeit. Am frühen Morgen. Also, da wo man drauf warten kann, dass ich anfange zu niesen. Okay. Ich will da irgendwie nicht runterfallen. Brauche ich auch nicht. Sehe ich gerade. Zurück wäre ich so wahrscheinlich auch gekommen. Ach nee, was haben wir denn da? Da ist der andere Spinner. Hahaha. Flapp! Stirb! Mistvieh. Gut, gehen wir da lang. Der hängt ja schon wieder. Nee, es ist ein anderer. Hey, du kommst mir gerade recht, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber könntest du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Für dich ist auch was drin, wenn du mich runterholst. Ich erzähle dir ein tolles Geheimnis. Du interessierst dich doch für Schätze. Tu ich das? Ah. Okay. Da geht's doch bestimmt wieder. Nee, doch nicht. Da ist nur ein Herz drin. Und dann auf der anderen Seite. Da geht's doch bestimmt hinab. Genau. Ach du Scheiße. Nee, so rum. Oh, welchen haben muss ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Wenn nicht, muss ich wieder runter. Und dann muss ich vielleicht beide betätigen. Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal. Gucke erstmal nach einem. So. Ich muss beide betätigen. Alles klar. Na dann den anderen noch. Warum bin ich denn jetzt in dieses Loch geklettert? Was? Ach, komplett außenrum. Och, ihr seid doch scheiße. Na gut, komplett außenrum. Boah, was meine Katze schnarcht. Seid froh, dass ich das Standmikro nicht dran habe. So, jetzt aber. Wie komme ich hier jetzt eigentlich raus? Ah, darum. Ja. Das ist ein Hin und Her. Ich will gar nicht wissen, wie der Endboss drauf ist. Hab ich noch Feen? Hab ich noch... der war falsch. Wo war das? Ah ja, auf Minus. Eine Fee. Ein Rüstungstrank. Pfeile. Okay. Alles klar. Hups. Der war ungewollt. So. Ja, ganz locker. So, lösche die Flammen bitte. Dankeschön. Warum kann ich dieses Seil nicht einfach durchschneiden? Das wäre doch viel einfacher. Wieder dran vorbeigerannt. Pack diese Ding weg. Ach komm. Jetzt.
Der hat genau so einen Stubbel hinten dran. Juhu, endlich frei! Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas über ein Geheimnis, über die geheimen Schätze. Was ist das? Das sind doch die Klauen aus der Sammlung meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Klar. Moment mal, ich möchte dir etwas geben. Wart mal kurz, bin gleich wieder da. Wie schnell der auf einmal zutraulich wird. Oh, ein Schlüssel wäre toll, Leute. Nimm das hier. Dort findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Hinterlist erschlichen habe. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mir zu? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer. Und sag niemanden, aus welcher Lage du mich befreit hast. Ja, versprochen. In Ordnung, vergiss das nicht, wenn du die Truhe öffnest. Also bis dann. Ah! Hey, so sieht man sich wieder. Hehe, tut mir leid, aber ich habe eine Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was er da sagt, stimmt alles. Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windstoß. Ich bin mir sicher, dass dir die Information in dieser Truhe von Nutzen sein wird. Huh? Ja, und was ist da drinne? Das müsst ihr mir schon sagen. Eine Karte. Ja, okay. Warum nicht? Habe ich nicht schon eine Dungeon-Karte? Ah. Ah. Schau mal einer, guck. In diesem Raum gibt es falsche Wände. Hinter diesen Wänden befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungeheuern im Untergrund. Deshalb halten wir uns fern. Es könnte auch einen Geheimgang geben. Auch einen Geheimgang geben. Okay. Huh. Mal auf die Karte gucken. Ich gucke genau drauf. Hä? Muss ich da eine Bombe hinlegen? Gute Frage. Ach nee, warte, vielleicht weiter drüben. Doch nicht. Ist richtig da. Alles klar. Oh, Sekunde, Leute. Wartet mal gerade. Ich mach mal kurz das Mikro aus. Weil wie ich euch ins Mikro tröte, müsst ihr nur meinen besten Willen nicht hören. Es lauert von Monstern im Untergrund. Ach, du Heilige. Ja, Igitt. Ich sehe oben nichts. Na, wo bleibt das Vieh? Alter, das Vieh ist schnell. Da mal länger irgendwo stehen. Geht doch. Boah. Drecksteil, ey. Die sind ja echt eklig. Oh,
ja, Pfeil ist was Geiles. Kiste. Oh, da ist der Schlüssel drin. Oh, lass da den Schlüssel drin sein. Ein Schlüssel! Sehr geil. So. Karte. Ich muss wieder zurück. Da gibt's keinen Durchgang. Ich muss definitiv da hinten hin. Mich durch diese Räume kämpfen. Da wird der Bossschlüssel drin sein, unter Garantie. Ah ja, gut. Aber... da bestimmt eine Abkürzung. Ich bin nicht blöd. Ja, so komme ich leichter wieder zurück. Okay. Moment, jetzt muss ich mich orientieren. Da lang. Wo ist da ist? Bisschen verfehlt. Los, runter mit dir. Das ist der einzige Nachteil am Wii-Spiel. Dir tut nach kurzer Zeit der Rücken weh. So. Und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, es dauert aber gerade etwas lang. Ich bezweifle, dass ich da groß was im Sitzen erreichen kann. Ich ziehe mir mal gerade meinen Schreibtischstuhl hoch. Wobei, ich kann meinen Schreibtischstuhl ja auch höher machen. Vielleicht reicht das dann ja. Schauen wir mal. Also zwischendrin ein bisschen sitzen kann echt nicht verkehrt sein. Och nee. Och nee. Ah, mein Käferlein. Oh nee, ne? Auf euch habe ich ja mal null Lust. I, das ist eklig. Na, noch einer ohne Fahrschein? Ihr habt doch einen Knall. Okay. Hi. Lava. Ein ziemlich auffälliges Loch. Da ist doch was. Was für ein Tag. Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Aha. Hey, du Armleuchter. Ah! Ein grünes Ungeheuer! Wie konnte es mir nur bisher erfolgen? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Hey, hey! Was willst du unten bei uns, Mogma? Was auch immer du versuchst, wenn du mir nicht den Weg versperrst, entkomme ich dir.
Hab dich. Das war ja einfacher als gedacht. Oh Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst. Weißt du, diese Klauen. Sind die nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du eines der Monster bist. Hä, nicht wütend werden, tut mir ja selber leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes. Wart mal kurz. Der ist aber ziemlich fett. So, da wären wir. Übrigens, an der Klippe da vorne schienen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mach mich dann mal auf den... Was? Mach mich dann auf, zurück zum Boss. Und als kleine Dreingabe öffne ich dir die Truhe. Bis dann. Was? Ach, die Tore. Haha.